Geschichten aus Dementia. Kapitel 1: Der Pilz, das Blatt und der Elf. Er ging jetzt schon über 3 Stunden durch den Wald. Er fühlte sich nicht mehr wohl. Oh Mann, wieso konnte ich nicht einfach auf meinen Vater hören und Schmied werden? Nein, ich muss natürlich unbedingt Magier werden. Ha, Vater, ich werd's dir zeigen. Ja, Magier, das hat mich nur geritten. Und wo ist diese blöde Hütte? Schimpfend arbeitet sich Netzrot durch den magischen Wald und bleibt immer wieder an irgendetwas hängen. Dreck, Scheiße, Mist! Immer diese scheiß Klimbeeren! Er war jetzt seit Monaten in Ausbildung beim örtlichen Magier und hatte festgestellt, dass er nicht die geringste Menge Talent für das magische Handwerk besaß. »Geh in den magischen Wald und suche den großen Rindspilz«, sagte sein Meister, »und frage die große Elfe nach dem Wissen über die Höhle von Goldaka.« »Meh, meh, 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 meh. Und frage die große Elfe bla 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 bla«, äffte Netzrot den Magier nach. »Au, so ein Mist! Ich hasse die Natur!« Plötzlich knackt es und er fällt in ein Loch. Er lag in völliger Dunkelheit und total verdreckt in einem wirklich tiefen Loch und fragte sich, wie er hier wieder herauskommen sollte. Er zog ein Streichholz aus der Tasche und zündete es an. Er schaute sich nochmal die Karte an und sich in diesem Loch um. Eigentlich sollte ich schon seit langem an dieser Hütte vorbeigekommen sein. Diesen Rindspilz habe ich gefunden und auch das magische Blatt, das dort war. Ja, das magische Blatt. Das war nicht einfach zu finden gewesen. Er hatte den gesamten Boden abgesucht und das gesamte Laub durchforstet. Er hatte gewühlt und gesucht und nichts gefunden. Dann musste er aufs Klo und setzte sich an den großen Pilz und sah das Blatt, oder besser gesagt, die magischen Blätter. Diese waren an dem Pilz auf einer Rolle angebracht. Darüber war ein Schild, auf dem stand: Bitte nehmen Sie nur so viel, wie Sie wirklich brauchen, und hinterlassen Sie diesen Platz, wie Sie ihn vorfinden wollen. Ihre Waldverwaltung. Das hatte er also geschafft. Jetzt muss ich nur noch die große Elfe finden. Und das war jetzt schon Stunden her. Das kann ja nicht so schwer sein, hatte er eben noch vor Stunden gesagt und sich dann total im Wald verlaufen. Hörte er hinter sich. Wer ist da? Ihn durchzuckte ein kleines bisschen, na, sagen wir mal, Angst. Ich sagte, wer ist da? Jetzt war es schon eher Wut. Also, ich bin der große Elf und du bist gerade durch mein Hüttendach gefallen. Ich denke mal, du bist der neue Lehrling von Knarfalk, richtig? Ja. Ich kann dich nicht sehen. Könntest du bitte etwas Licht machen? Der große Elf zündete eine Kerze an und begutachtet den Zauberlehrling. So, du bist also der Neue. Ja, du siehst nicht so schmächtig wie die anderen aus. Eher wie ein Schmied. Bla bla, eher wie ein Schmied, dachte sich Netzrot, und zum großen Elfen gewandt sagte er: Und du bist nicht wirklich groß, eher winzig.
Okay, wie viele Elfen hast du schon gesehen? Ich kann dir sagen, für einen Elfen bin ich riesig. Er ist ja schon gut, Entschuldigung, gab Netzrot zurück. Ich soll dich nach der Höhle von Goldaka fragen. Ja, und? Was? Ja, und? Fragen, du mich nach. Hä? Fragst du mich jetzt nach dem, was nach dem du mich fragen sollst, oder nicht? Sichtlich sauer und mit blitzenden Augen sieht ihn der große Elf an. Ach so, also, was ist die Höhle von Goldaka und wie finde ich sie? Netzrot sah sehr stolz aus, als er endlich die Frage formuliert hatte. Deine Frage ist nicht einfach zu beantworten. Nein, mal im Ernst, gab der große Elf, nachdem er die Panik im Gesicht von Netzrot entdeckt hatte, zur Antwort. Die Höhle von Goldaka ist so ziemlich der böseste Ort in Dementia und der Weg dorthin ist weit und gefährlich. Gefährlich? Erschreckt sieht Netzrot den Elfen an. Ja, gefährlich und weit. Wenn du mir das magische Blatt gibst, werde ich dir sagen, wie du dorthin gelangst und was du als Ausrüstung brauchst. Also, hier hast du das magische Blatt, sagt Netzrot und reicht es dem Elfen. Dieser nimmt es und verschwindet für einige Zeit in einem kleinen Nebenraum, aus dem unheimliche Geräusche drangen. Als diese Geräusche aufgehört hatten, trat der Elf aus der Tür und ein grausamer Geruch, der aus der Hölle zu kommen schien, hing in der Luft. Uah, das war notwendig, sagte der große Elf. Also, nachdem ich mich jetzt wieder konzentrieren kann, gebe ich dir die Karte und schreibe dir eine Liste der Sachen, die du benötigst, um zur Höhle von Goldaka zu kommen.